Ja, mein Name ist Arne Engelke-Denker vom Transferzentrum Elbe-Weser und das Transferzentrum Elbe-Weser erbringt Dienstleistungen im Bereich des Wissens- und Technologietransfers im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung. Ja, wir bringen unterschiedlichste Firmen zusammen mit ganz individuellen Kompetenzen, Fähigkeiten, Mentalitäten und daraus entstehen einfach tolle Projekte. Die Firma Austaus & Beckert hat Kontakt mit dem Transferzentrum Elbe-Weser aufgenommen. Es ging darum, dass die Firma Austaus eine spezielle Technologie im Bereich Flugsimulation, eine Bewegungsplattform entwickelt hat. Und hat das TZDW gebeten, nach Möglichkeiten einer Vermarktung, einer Marktpositionierung für diese Technologie zu suchen. Und das TZDW hat daraufhin dann den Kontakt zur Firma Strehl in Römerförde hergestellt. Ja, nachdem die beiden Firmen sich kennengelernt haben, haben gegenseitige Unternehmensbesuche stattgefunden, einfach um das Leistungsspektrum des jeweiligen anderen auch mal kennenzulernen. Es wurden dann im Nachgang entsprechende Anforderungen an eine solche Bewegungsplattform für den Reha-Bereich gemeinsam erarbeitet. Und momentan sind beide Firmen damit befasst, diese Bewegungsplattform technologisch umzusetzen. Das Bemerkenswerte an dieser Unternehmenskooperation ist die Verschiedenartigkeit eigentlich beider Firmen. Und die eine Firma bietet die Technologie und die andere Firma bietet den Marktzugang. Und das macht es eben insgesamt sehr besonders. Ja, wir stellen fest, das Thema Unternehmenskooperation wird zu einem immer wichtigeren Bestandteil unserer Arbeit. Und den Innovationspreis Niedersachsen nutzen wir dazu, um dieses Themenfeld zukünftig weiter zu stärken und auszubauen.